Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen hier auf dem Kanal. Wir spielen heute eine Runde Findet Pili, aber auf mein Style. Wir haben hier fünf verschiedene Leute aus der Community und Bauteam, die am Start sind, die den Pili-Skin haben. Odoman und ich machen heute ein Race. Wer mehr Pilis findet, gewinnt die erste Runde. Dann machen wir eine mit Fischstick und eine mit No-Skin. Und wer am meisten Runden gewonnen hat, kriegt goldenen Loot, Freunde. Lasst gerne Like und Abo da. Und Odoman, wir drehen uns jetzt um. Die Leute müssen sich verstecken. Let's go. Okay, Odoman, bist du right oder what? Ich bin right. Okay, dann hau mal rein, Junge. Let's go. So, Freunde, wir haben das so gemacht, wir haben fünf Pilis versteckt. Aber lüg nicht. Was? Junge, wir müssen das so machen, also klar, wer drei findet, gewinnt sozusagen die Runde. Aber wenn Odoman drei findet und ich bis jetzt noch keinen, müssen wir das so machen, dass wenn Odoman alle findet, kriegt er noch irgendwie ein Benes Leben oder so. Und Boah. Wenn ich ihn dabei unterbreche, dann kann er natürlich kein Leben mehr finden. Also müssen wir mindestens vier Leute finden. Davon machen wir drei Runden und ich bin mal gespannt, wie gut ich performe, weil Hide and Seek ist wirklich nicht mein Ding. Ich sagte, machen wir hier ein paar Kisten auf, aber ich krieg wieder dieselbe Waffe. Ich dachte, ich krieg nochmal eine coolere, irgendwie eine Sniper oder so. Die würde mir schon helfen. Ich habe einen gefunden. Let's Nein. go, Junge. Ehrensoße. Okay. Er war im Haus versteckt. War nicht schlecht, das Versteck. Das war auch eher Glück. Und auch, weil Pili diese braunen Flecken hat, habe ich ihn gefunden. Weil er war echt mies getarnt. Okay, so. 1-0 für mich. Hätte ich niemals mit gerechnet. Also, ich sag dir ehrlich. Ja? Takoladen, was denn? Save jemand. Nein. Save. Oh. Takoladen ist dieses, da muss ich mich verstecken, weißt du? Ja, aber genau deswegen denken die das. Hier ist eine Kiste auf. Die habe ich aufgemacht. Dummkopf. Ja. Echt jetzt? Ja. Unten im Keller? Ja. Warum aber? Hä, damit ich gibt so viele Kisten. Ja, okay, Glück gehabt. Die geht's ja auch einfach auf. Guck mal, wäre ich Pili, wo würde ich mich verstecken? Ich sag dir. Guck mal, ich sag dir ehrlich, wäre ich Pili, würde ich mich auf jeden Fall... Ja? Beim Takoladen verstecken. Beim Takoladen? Ich glaube nicht. Ich würde dieses unscheinbare Haus nehmen, was einfach so random hier rumsteht. Warum ist hier so eine Kiste einfach mittendrin? Okay, eine Pumpgun, da kann ich Pili schneller abknallen, wenn ich ihn finde. Passt schon. So. Hast du immer noch keinen, oder was? Nee. Wo hast du dann eigentlich gefunden, du Ehrenloses? Sag ich nicht, damit du da auch nochmal gucken musst. Ich einfach auch. Ich würde dir doch voll den Tipp geben, wenn ich sagen würde, wo ich einen gefunden habe, weil da wird sich safe nicht noch jemand verstecken. Woher willst du das Wissens? Weil ich es Wissens. Boah, in so einem Busch wäre auch richtig ehrenlos. Das wäre echt ehrenlos, Digga. Aber war keiner drin? Es ist schwierig, Freunde. Ich weiß selber halt nicht mal mehr, in welchem Haus ich war. Hast du einen gefunden? Nee, ich habe nur kurz einen Testschuss gemacht. Okay. Ich habe einen. Oh mein Gott. Letzte und habe ich gewonnen, die Runde. Also, da habe ich die Waffe schon mal geklärt. Wenn ich alle finde, natürlich top. Okay. Aber ich bin auf jeden Fall schon mal im... Vorteil gerade. Aufgehört gerade zu reden. Naja, weil ich immer, wenn ich. Guck mal, das Ding ist, immer wenn ich an Verstecke denke auf dieser Map, muss ich immer auf diesen Taco oben gucken. Weil ja, irgendwie. Immer. Der hat so. Man will da irgendwie hin und sich verstecken, weißt du? Irgendwie schon. Deswegen habe ich da kurz einmal geguckt und dann musste ich mich konzentrieren, weil ich heiße Odoman, ich kann nicht zwei Dinge gleichzeitig. Ja. Ding Dong. Hab geklingelt. Komm schon. Oh, war hier einer? Das ist jetzt die Frage, wo André die gefunden hat. Ja, ich habe jetzt zwei gefunden. Jetzt kann ich mir ungefähr einen Radius machen, wo die anderen sind. Das Gute ist, Odoman sieht auch nicht meinen Namen. Also wenn ich jemanden finde, dann weiß er einfach nicht. Er könnte natürlich die Schüsse so rausfinden, wo die sind oder so. Aber es ist schon heavy. Oh, ich weiß gar nicht, ob sich jemand irgendwo einfach draußen versteckt hat. Das wäre auch ehrenlos. Aber auch irgendwie witzig. Hier sind auch Kisten auf. Hä? Okay, 2-0 für mich, Freunde. Niemals hätte ich damit gerechnet. Aber manchmal wird man überrascht im Leben. Und ich sehe schon links von meinem Augenwinkel wieder irgendeine komische Fliege, die hier rumfliegt und die mich aggressiv macht die ganze Zeit. Aber alles gut. Alles gut oder was? Alles gut. Der, diesmal sind die voll schwer versteckt. Okay. Krank. Ah, da bist du, okay. Mhm. Boah, müsste man abchecken. Zählt vom Ding her nicht mehr nach Greasy, aber hier ganz hinten ist so ein kleines Haus.
wenn sich da jemand versteckt hat, der kriegt so ein Timeout. Ich geh jetzt da hin. Hinten? Ja, ich guck jetzt. Wenn sich da jemand wenn versteckt da, hat, das ist richtig irrelos. Das ist richtig irrelos. Aber was ist denn so ein André-Versteck? Hier ist halt jemand. Ist echt? Nein, nein. Da hinten bist du, ja. Die wussten, wenn sie sich da verstecken, kriegen sie ein Timeout. Ich hätte es trotzdem gemacht. Okay, so. Also, ist noch nichts verloren, oder was ist los mit dir? Bro, ich schwöre, ich finde keinen. Ja, yeah, du findest auch nochmal ein Haus, Bro. Super eklige Verstecke. Junge, die Fliege ist größer als mein Kopf einfach. Aber egal. Kopf-Opf. Hab mich mit ihr befreundet jetzt. Wir chillen jetzt gerade zusammen. Also naja, wir gucken Netflix. Boah. Ein Chill, okay. Oder? Hab niemanden... Ne, normal, Junge. Boah, Maschine. Okay, also, ich hab... Der machst du mal die Türen zu, wenn du in dem Haus reingehst, du Ehrendose? Weiß ich gerade nicht, aber ich war gerade bei dem anderen kleinen Haus und da ist auch keiner. Auch keiner? Nein. Ah, ich sehe es, ja. Irgendwo doppelt sein, Bro. Die müssten... Ich habe schon überall geguckt. Ja? Yeah. Oder wir sind einfach an den dran vorbeigelaufen. Wir sind einfach an den... Ja, denke ich auch. Also mit Takoladen bist du wahrscheinlich nicht mal verkehrt. Hier in der Nähe ist safe jemand. Ja. Aber ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, wo... Weil so mitten im Takoladen, das wäre zu einfach. Oh, Kindchest. Oh mein Gott, ich habe den dritten gefunden. Nein. Let's go! Ich habe Andy gefunden. Es steht 3-0. Wo war... Bro, war er einfach hier irgendwo? Er war einfach hinter der Mülltonne. Ach, ja. Los, Digga. Okay, so. Jetzt habe ich immer noch die Chance, bevor Odoman jemanden findet, alle zu finden. Ja, und dann kriege ich ein Benes-Leben. Oder eine Benes-Waffe. Das lässt nicht zu, denke ich mal. Hoffe ich mal. Will ich mal. Ich sag mal so, ich habe das Gefühl, dass das so sein wird. Als ob keiner beim Takoladen ist. Oh, warte mal, hier habe ich noch gar nicht nachgeschaut. Kann das sein? Warst du schon in diesem Fischerladen? Sag mal ehrlich. Kurz, ja, aber nicht lang. Ich habe gedacht, da ist niemand, weil das so offen ist dort, weißt du? Ja, dachte ich mir auch. Deswegen bin ich gar nicht erst hier reingegangen. Aber sieht auch nicht so aus, als wäre hier jemand. Aber diese komischen... Zäune und so, hier Spieli, dies, das, ist schon verwinkelt. Da kann man schon mal an jemanden vorbeilaufen. Mhm. Sieht nicht so aus. Tankstelle? Es wäre halt von der Logik her dumm gewesen, sich bei der Tankstelle zu verstecken, weil wir hier gechillt haben. Ja, safe. Also denke ich mal nicht, dass hier jemand ist, aber... Digga, ich wollte gerade sagen, ich habe jemanden gefunden, aber es sind die schon abgeknallt wurden. Okay. Schwierig, Digga. Odoman, du kannst auch aufgeben, ne? Digga, hä? Obwohl, warte mal, kannst du nicht. Weil wenn ich jetzt alle finde, kriege ich nochmal Bonus. Merkst du was? Wir können natürlich immer nach Tipps fragen, aber es wäre einfach dumm für dich. Ja. Würde ich sagen. Hä? Bro, gar keinen Sinn, Digga. Wo sind die denn? Skillermax hat geschrieben, er hat das beste Versteck. Und irgendwie hat er auch recht, weil er es noch nicht gefunden. Ja, Odoman, dann würde ich sagen, schreiben die einen Tipp rein. Ich lese vor oder du liest vor. Mhm, liest du vor? Oh mein Gott, ich glaube, warte mal, ist hier keine Tür? Ne, hier ist keiner. Okay, also die beiden, die noch leben, haut mal einen Tipp raus. Einen wirklich guten Tipp. Also nicht einen, wo man direkt weiß, aber der so ein bisschen einschränkt, wo ihr seid. Ich bin in Greasy Grove. Ja, ich bin im Haus. Ich bin in dem Haus. Okay. Skillermax schreibt, der andere keinen Plan. Ja. In der Zeit suche ich natürlich weiter. Wenn man auf der Karte schaut, auf der linken Seite. Boah, irgendwie kann ich die Karte nicht öffnen. Bei mir öffnet sich so ein Scoreboard. Okay, ich weiß, wo er ist. Du weißt, wo er ist? Ich glaube schon. Bodenlos, dass ihr ihn nicht gesehen habt, schreibt okay. Andi. Das ist schon schade, oder Mann? Wahrscheinlich du. Das ist so schade, dass du ihn noch nicht gesehen hast, weil du hast schon drei Leute gesehen. Ich habe ihn echt noch nicht gesehen. Bro, das ist das schwer. Also, das ist. Ich habe in meinem Leben noch nie was Schwieriges gespielt. Ja, er muss einen anderen Tipp raushauen. Linke Seite ist schwierig bei mir, weil ich kann nur bei Minikarte gucken. Obwohl, warte mal, cringe. Alles gut. Es also, geht automatisch immer auf diese Punkteanzeige, aber ich kann rüber drücken. Linke Seite, okay. Ja, linke Seite ist halt 50-50. Es gibt eine rechte und linke Seite, das schränkt nicht zu ein. Du musst noch einen anderen Tipp raushauen. Takoladen aus links.
Okay, also hier auf der Seite. Jetzt bin ich gespannt. Und er ist draußen. Okay, er sagt, ich habe ihn in die Augen geschaut. Ich habe ihn in die Augen geschaut, oh oder mein mal. Gott, André, bitte. Digga, eigentlich will ich ihn gar nicht mehr finden. So ein Ding ist das. Also, es ist peinlich, sage ich dir ehrlich, wenn du ihn in die Augen geschaut hast. Ja, er hat auch einen Clip von dir, wie du dran vorbeigelaufen bist. Du hast einen Clip von also dir. Rede mal nicht. Ich war angeblich in seinem Auge drin, aber jetzt ist er angeblich im Haus, Digga. Also, ihr solltet niemals Rätselschreiber werden. Bro, egal. Odoman, ich habe 3 gefunden, du hast keinen gefunden. Erste Waffe geht auf mein Neck, ich verzichte auf mein Benisleben. Okay. Und die Leute verstecken sich einfach neu, weil wenn man einen Tipp haben will, ist man mehr verwirrt als vorher, Freunde. Wir gehen in Runde 2, let's go. Odoman, ich habe gehört, der eine war auf einer Tür in einem gelben Haus und wir haben ihn nicht gesehen, das ist super schade. Und der andere war auf einem Baum angeblich, ja? Wir lassen uns jetzt mal so, Freunde. Den Sieg erlangen. Aber ich habe 1-0, deswegen, was redest du? Den Krieg wirst du erlangen. Okay. Wir suchen die No-Skins, weil Fishstick hatte niemand. Deswegen machen wir jetzt No-Skins. Ich habe keine Waffe mehr, weil wir neu gestartet haben. Digga, ehrenlos. Hab eine Waffe hier. Gönn dir, ich hole mir meine eigene, ich will deine angefasst nicht. Warum? Weißt du nicht. Aber mein Nutella-Brot, was ich ablecke, würdest du essen, ne? Ja, das würde ich essen. Das schmeckt ja auch. Auch wenn ich drauf pupsen will? Ja. Was ich zwar niemals machen würde, weil mit Essen. Natürlich machst du jedes Mal. Für den extra Taste. Schmeckt leckerer. Schmeckt leckerer. Okay, so. Aber ich sag ehrlich jetzt, keine Gnade, ich suche alle in weniger als 1 Sekunde. Ja, mach das mal. Gefunden, ich hack. Hast du einen gefunden? Hab Hex. Nein. Und wenn ich einen hab, sage ich es dir nicht, Digga. Sag es mir einfach nicht. Sag ich dir nicht. Mach ich einfach nicht. Ja, ist so. Weil ich... Digga, warum ist die Tür eigentlich so komisch hier? Aber... Hast du ehrlich? Ja. Junge, hier sind überall Kisten. Ich brauche eine Waffe, Digga. Aber ich hab keine. Soll ich ihn killen? Ich kill ihn einfach. Ja, kill ihn. 1-0 für dich. Kein Problem. Das heißt aber gar nichts. Guck mal, so ein Ding ist das. Baby. Ich glaub dir mal. Ja, ich hab doch einen Kill. Ja, woher soll ich das wissen? Standard-Kill. Oh. Ich glaube, ich hab gleich jemanden. Wie kann man gleich jemanden finden? Sag mal jetzt. Ja, das nennt man einfach krass sein, weißt du? Guck mal. Das kennst du zwar nicht, aber... Ich bin im Taco-Shop. Wer hier ist... Finde den No-Skin. Nein, ich hab noch einen. Du hast noch einen. Ja! Wo war der? Im Taco-Laden. Im Taco-Laden, im Klo. Ich hab deine Schritte gehört. Okay, 2-0. Heißt aber nichts. Du sehen, wie ich ihn abschieß? Ja, schieß ihn ab. Alles gut. Okay, schieß ihn ab. Ich muss hier weiter auf meinen Wegen gehen, weißt du? Ja, einfach so ein Goku hab ich gerade gekillt. Ich muss jetzt echt den nächsten finden, Freunde. Sonst wird Krise für mich. Bin ich ehrlich? Hab den nächsten Spaß. Okay, alles gut. Wir dürfen uns nicht verwirren lassen von Odomans Kacke, die aus seinem Mund rausfließt. Ich hab den nichts. Hast du nicht? Ich schwöre. Junge, auf einmal umgedreht, Uno Reverse, Digga. Beast Mode, komm mal her. Aber ich sag dir ehrlich, er war echt schwer zu finden. Komm mal zum Taco Shop. Hinten. Noch einer am Taco Shop. Hintereingang, komm rein. Hintereingang, ich komm aber rein. Hintereingang, mit Passwort. Bei dir aber, warte. Das Passwort ist kleiner Pups. Nein, die will ich nicht eingeben. Hintereingang. Wo bist du? Bin hier. Hallo, du musst da raus. Okay. Geh raus. Passwort. Junge, mach hier, zeig! Such ihn hier, selber. Hinter der Kiste. Ja. Super schweres aber Versteck. Aber es war so shiny so ein bisschen. Boah, Digga, richtig schwer, Junge. Boah. Ja, okay, aber Versteck war okay. Ich muss jetzt noch Odomans Bonusleben unterbrechen. Ich meine, so. Davor haben wir aufgegeben. Boah. Aber wir haben noch ein bisschen Zeit. Ja? Wen hast du denn alles gekillt bis jetzt? Weißt du das noch? 1-1 ja? Und Son Goku. Ja, okay. Also Andi leben noch und Isana leben noch. Einfach jemand. Hä? Was passiert? Hast du wieder einen? Laber nicht. Ich glaube, ich hatte ihn schon. Oh mein Gott, ich glaube, ich habe ihn. Achso, er ist gespawnt. Er ist gerade gespawnt. Okay, alles gut. Ich habe Isana gefunden. Das heißt, du kannst dein Benisleben dir abschmieren. Okay, wir suchen jetzt den letzten. Warte. Nein, mach dir keine extra Regeln. Es steht 1-1. Erste Runde habe ich gewonnen. Goldene Waffe an mich. Du hast jetzt eine goldene Waffe. Und jetzt machen wir die letzte Runde. Und es geht um... Irgendwas. Mythische Waffe? Exotische Waffe? Bonusleben? Such es dir aus, schon, aber jetzt mach dich auf die Fresse, Digga. Rede mal nicht.
Das wird rausgeschnitten. Wir gehen in die dritte Runde. Let's go. Okay, ich habe ohne Mann abgeknallt im Kart, Freunde. Es tut mir leid. Eigentlich wollte ich nur antäuschen, aber dann hat er dicken Damage-Headshot kassiert. Okay, ohne Mann, bist du bereit? Ja. Wollte ich nur kurz Lowlife machen. Bro, willst du... Guck mal. Willst du? Sag mal, willst du? Sag mal. Guck mal, ich geb dir Disrespect mit Harpune. Du wirst niemals treffen. Ich hatte 8 HP! Das war Taktik, weil ich spawn jetzt auf Map. Ja. Pass auf. Dritte... Oh, ich spawn hier vorne, scheiße. Dritte Runde ist Finde Jonesy, Freunde. Wenn euch das, wenn das gut bei euch ankommt, will ich auf jeden Fall noch eine richtige Finde Jonesy, komplette Finde Jonesy Aufnahme machen. Weil den Jonesy kann man als diesen Bot spawnen oder NPC sozusagen. Und die kann man verstecken. Das wäre auch eine geile Idee. Deswegen schreibt mal gerne rein, ob ihr sowas feiert. Und wir müssen jetzt aber hier ich habe den ersten gefunden. Nein. Let's go. Nein. Skiller Max, perfekt. So. War auf eine Tür, sei ehrlich. Natürlich. Aber ich muss sagen, dritte Runde Greasy Groove. Hast du auch einen? Okay, 1-0. 1-1. Warum krieg ich das nicht hin? Auf einer Tür? Ja. Ich gucke jetzt alle Türen. Ich habe jetzt Türparanoia. Ich sag dir ehrlich. Hatte ich vorher auch schon, aber... Ich habe Angst vor diesen Türen. Ich schwör. Dritte Runde Greasy Groove ist aber auch schwierig, da noch irgendwelche neuen Verstecke zu finden, Freunde. Muss man ehrlich zugestehen. Guck mal, deswegen. Ich sag ehrlich, diesmal im Taco-Laden... Es wird safe keiner sein. Nee. Aber ich guck nochmal, weil die denken, da ist keiner. Aber ich guck trotzdem. Dann habe ich deren Kopf gekopft. Ja, guck mal nach. Es ist schon so umgekehrte Psychologie auf Basis von 200 IQ. Kann ich verstehen. Aber umgekehrte Psychologie auf Basis von 300 IQ ist, dass keiner da drin ist. Eigentlich weil sie schon. Denken, dass alle sagen, dass keiner da drin ist. Und dann wollen sie rein, aber dann denken sie sich, dass keiner da drin ist. Ihr denkt, dass das hat keinen Sinn ergeben. Und was labert dann für eine Scheiße? Und das stimmt. Ich finde die Leute, ich sag dir. Es steht 1-1, oder Mann, was für dich schon peinlich ist. Bro, für dich ist es peinlich. Jede Runde, die du bei Hide and Seek in irgendwas gegen mich verlierst, ist peinlich für dich. Weil du weißt, ich bin der größte Dulli, den es gibt. Hab noch nie verloren in meinem Leben. Warum habe ich denn eine goldene Waffe? Weil du cool bist. Danke, Mann. Ich hab dich gewinnen lassen, so wie Braxton bei uns. Spaß. Yeah. Er macht ja auch nie ernst. Ja. Aber wenn man dann sagt, mach mal ernst, das ändert halt nichts einfach. Okay, so. Aber wir suchen jetzt weiter. Und? Ich sagte Stromgebäude, ist safe jemand. Stromgebäude? Ja, mein Lieblingsgebäude. Diese Stromanlage. Achso. Niemand? Das ist enttäuschend. Shish-Kebab? Oh mein Gott, ich sehe jemanden. Nein. Einfach aus Glück. Nein. Er war oben in der Garage drin, aber ich war nicht mal in der Garage. Ich habe ihn durch das Fenster gesehen. Los, Digga. Hä, Son Goku? Digga, ich glaube, wir haben ihn das erste Mal gefunden. Ich wusste nicht mal, dass er mitspielt. Hab ich doch gesagt vorhin. Ach so. Son Goku, der echte, Bro. Ja, ist so. Kurz Dings von Turnier hergeflogen. Bring mir mal bei, wie man Kamehameha schießt. Schießt? Shishast. Schießt. Okay, 2-1, was laberst du eigentlich? Hey, André. Hast du Taco-Laden geguckt? War keiner, ne? Bro, ich sag dir ehrlich, ich hab... Nicht geguckt. Guck nochmal. Ich guck jetzt. Denkt der. Guck mal, er denkt, ich bin so ein richtiger Vollidiot, der jetzt reingeht. Ich weiß, dass er drinne war und niemanden gefunden hat, Digga. Aber wenn ich jetzt noch einen finde, ich kann Beatbox nicht mehr ernst nehmen, weil ich immer diese Leute auf Instagram sehe, die beiden, die Beatboxen, wenn sie vor auch, Revo und Aldi stehen, Digga. Ja, ich lieb die wirklich. Es ist so unangenehm. Warte, geh mit zum Kaufladen. Okay. So, Digga, ich hab das Gefühl, als würde ich immer wieder ins selbe Haus reinlaufen. Das ist, glaube ich, auch wirklich die Wahrheit. Hast du ehrlich nicht Taco-Laden geguckt? Sei ehrlich. Sag ich dir nicht. Guck doch. Ich guck jetzt. Hier sind überall Türen auf, aber das heißt nix. Warum? Weil die Türen können auch vom Wind aufgemacht werden. Echt? Ja. Boah, bist eine stabile Windtür. Ja, wo weißt du das? Ey? Danke, endlich merkt das mal jemand. Guck mal. André, also im Keller ist keiner. André hat keine Türen im Haus, weil es gibt nur eine Tür im Haus. Ah! Deswegen habe ich keine Schränke im Haus, mit dem Schrank. Ich wollte gerade sagen, du meinst wahrscheinlich Schränke und nicht Tür, Digga. Und hörst du? Weil eine Tür zu sein ist ja nicht irgendwie krass. Alle Kanten bei mir zu Hause abgeschlossen. Hab ein Jonesy. Laber nicht! 2-2. Nee.
Ja, ich habe zwei bis jetzt gehabt. Ich also hab jetzt auch zwei. Der letzte entscheidet jetzt. Stimmt, der letzte entscheidet. Okay, der letzte soll mal einen Tipp raushauen. Hast du Andi gefunden? Ich habe meinen Joke noch nicht mal gesagt. Ja, Digga, du bist keine Kante, Mann. Hör einfach auf. Ich hab alle Kanten abgeschliffen, weil es gibt nur eine Kante. Alles gut, ich wollte dich treffen, aber ich habe zweimal daneben geschossen. Haus oder links? Hä? Haus oberlinks, glaube blau. Haus oberlinks. Haus oberlinks, glaube blau. Das ist so eine Odomann-Sprache. Haus oberlinks! Ich weiß genau, was er meint, Bro. Ja, ich nicht, Digga. Deswegen sage ich ja. Richtiger Nachteil für mich. Er sagt Haus oberlinks. Ja. Aber er meint nicht blau, es ist nämlich grün. Haus oben links. Ja. Aber was ist links? Das ist jetzt die Frage. Von wo? Das ist alles links hier. Geklingelt. Diese drei Häuser müssen wir jetzt durchgucken. Okay, okay. Kann ich mitarbeiten. Aber Haus ober links ist schon... Haus ober links, Digga. Das ist halt schon der wildeste, Bro. Ich glaube, blau ist noch besser. Ja. Weil im Blauen ist er nicht. Oder wir sind zu dumm und haben ihn nicht gefunden. Aber ich glaub... Oberlinks. Oh, ich hab ihn und er ist im roten Haus. Okay, Odemann. Zwei Gold, eine Grau für mich, ein Gold, zwei Grau für dich. Wir gehen in den Fight, let's go. Okay, Odemann, zeig deine Waffen, Alter. Okay, André, ich zeig dir meine Waffen. Pass auf, noch Ja, hab ich. Du hast ja so ins Ohr geschrien, dass ich kurz paralysiert war für zwei Minuten, Digga. Eine Minigun, Digga. So ehrenlos. Guck jetzt meine Waffe, okay? Du bist so ein Esels. Lad auf, ich nimm dich auseinander. Lad auf, ich nimm dich auseinander. Lad auf, ich nimm dich auseinander. Nur... So ausgetrickst, mein Gehirn hat gerade mit 700% gearbeitet und falls du gerade hässlich in die Kamera guckst, abonnier doch diesen Kanal. Hä, warum sollen die hässlich in die Kamera gucken? Du bist hässlich. Du. Wo bist du? Steht 1-0 für dich, alles gut. Ich bin oberblaue Haus. Vielleicht. Geh mal ins Bett. Leg dich mal ein bisschen hin, streichel mal deinen eigenen Kopf. Okay, ich geh. Und wenn du spawnst, ich knall dich ab. Das Ding ist, wir haben die Spawnzeit ein bisschen kaputt gemacht. Ich bin gerade echt gegangen, ne? Ich bin wieder da. Der, da ist einfach ein Jonesy. Ich hab ihn abgeknallt, aber er hat keinen Schaden bekommen. Wo bist du, Odemann? Wo bist du, Odemann? Lass mich raten, du bist hinten in der Ecke gespawnt. Ja. Sehr gut. Oh shit. Oh mein Gott, ich hab dich noch fast weggelasert. Combo ist so smexy. Sniper into Minigun? Into Minigun, Digga. Das ist krass. Ich sag dir ehrlich, die ist Müll. Die Combo. Du bist eine Müll-Combo. Flieg, flieg, wie du noch nie geflogen bist, Odemann. Jetzt Headshot in 3, 2, 1. Aua. Gringo ist sauer. Automatik Sieg sauer. Odemann stinkt nach. Füße. Sauerer. Winke, winke, ich geb dir Küsse. Ferrero Küsschen. 2-2. Muss jetzt ernst machen. Mit Spawn campen alles. Bei mir ist einfach ein Jonesy gespawnt. Ja, ne? Okay, ja. Da weiß ich, wo du bist, danke. Oh, der war so. André, heute hast du keine Chance, Bro. Freunde, welches kannst du gefallen und das gerne Like. Wir sehen uns morgen. Bis dann. Ciao.